Ja, Leute, willkommen zurück. Nächster Part mit Rome 2 und es tut sich einiges. Wir haben im letzten Part eine schöne, unterlegene Schlacht gewonnen, haben da unten eine Stadt eingenommen. Der Michi hat fleißig, ja, Italien zurückerobert, Sizilien in dem Fall jetzt unter anderem. Und genau, da werden wir weitermachen. Du bist noch an der Reihe, was machst du gerade? Ach, gar nichts mehr. Ich habe nur vergessen abzugeben. Okay. Ich gedacht, du erzählst uns jetzt irgendwie was Schönes, aber. Nein, nein, das ist. Ich habe nur Gebäude umgebaut, mehr Okay, nicht. na sehr schön. Ja, das mache ich jetzt unten da auch noch. Dauert jetzt ein bisschen, bis sich hier alles formiert. Da fehlt nämlich noch einiges bei den Streitkräften. Also im Moment könnten wir Probleme haben, das zu verteidigen, aber deswegen holen wir da ja jetzt schon eine Armee dazu. Die wird jetzt durchs Rote Meer fahren. Ja, es sind aber schon einige Runden, die sie da brauchen im Moment bei mir. Jetzt auch einmal auf doppelte Geschwindigkeit, weil es ist eh gerade niemand in der Nähe. Das geschafft. Ich bin eine Imperiumsstufe höher gewandert, ohne Obwohl du. dass ich Hä? wirklich was dazu bekommen habe. Ich habe nur was verloren. Du eigentlich. Okay, ja. Spannend. Oder Ah, okay. hast du vorhin die Stufe verloren, als die sich abgespaltet haben und das hast nicht mitgekriegt? Das kann natürlich sein, aber wäre fast am näherliegendsten. Ja. Ich kann mir das nicht erklären, warum ich den dann größer werde. Und der reitet voll Richtung Cosentia, das Sackgesicht. Ach so, da hast noch keine Garnison, gell? Nur so eine Mini-Garnison. Eine Pups-Garnison. Das spielen wir dann einfach mit den 30 Mann. Ja, ich werde was anderes machen. Armee aufstellen? Oder was Ja, ich machst würde so eine kleine Aushilfsarmee. du? Wisst Ja. ihr? So eine Pseudo-Armee, die halt nur dasteht. Was hat denn da drinnen? 6 Mann. Wobei, das wird auch nicht mehr viel ändern. Nicht wirklich, nein. Im schlimmsten Fall lasse ich einen Cosentia wieder kurz zurückernehmen. Und ich bin ihm einfach dahinter dicht auf den Fersen. In 4 Runden kann ich die königliche Kaserne beginnen. Auf die freue ich mich schon. Weil ich brauche so oder so irgendwas. Das ist jetzt tricky. Weil jetzt kommt gerade direkt Volley hinterher Ja. das Einerschiff. Und ich würde gerne weg. Aber ich habe da keine Garnison drin. Heißt, er kann mit Also dem nicht mehr. einer Schiff die Stadt einnehmen. Ja, vermutlich. Ich weiß es nicht. Ja, wobei ein bisschen was hast du hier schon drinnen. Ja, aber halt, ich weiß nicht, ob es groß genug ist, dass sie nicht einfach trotzdem flüchten, weißt du? Späte karthagische Hopliten, das sind zwar nur 23. Eieiei. Ja, schwierig. Kannst die Lily Bion Armee splitten, aber das geht sich auch nicht aus, gell? Ich befürchte, das geht sich auch nicht aus. Ja, da hättest du sonst nur noch einen General nehmen können und aufteilen, aber ja. Ja, ich werde schauen, ob ich noch irgendwo einen Gratis-General herbekomme. Kriege ich noch einen? Hannonische Dynastie. Ja, ich krieg sogar noch einen. Weil natürlich einer kann das schon verteidigen. So, stelle ich jetzt einfach dich da rein. Zack. Gut, erledigt. Ach, das wird lustig. Ich hoffe, wir müssen es kämpfen. Die kleinste Schlacht der Welt. Ganze Schlacht damit. Wirklich. Nee. Ja, der wird jetzt Cosentia wahrscheinlich einnehmen. Dann will ich es gleich hinterher wieder zurücknehmen. Ja, ganz komisch. So, Rang erhöht, Lagos. Ich soll eine Flotte aufstellen. Habe ich als Ziel bekommen, sowas ist, finde ich, so unnötig. So, Fraktion vernichtet. Baubericht. So, das heißt jetzt, da unten ist ein bisschen was fertig gebaut. Also mit denen können wir weiterfahren. Und bald mal anlegen, was schon mal nicht so schlecht ist. Sehr schön. Die sind jetzt an Land. So, und hier haben wir jetzt eine Dreiergarnison mit immerhin schon mal 2 ägyptischen Pikenieren. Damit traue ich mir schon mal zu, einiges zu verteidigen. Dann nehmen wir die noch. Das noch. Die sind schon relativ aufgefüllt. Also verteidigen traue ich mich diese Stadt schon. Aber fürs Angreifen brauchen wir diese zweite große Armee da oben. Und die ist ein bisschen stärker. Die ist zwar keine 20er, sondern eine 18er.
Aber das reicht völlig, ne? Das reicht völlig, sagst du? Sisi. Sisi. Wie der Ägypter sagen würde. Okay. Ja, ich bin schon wieder fertig. Das ist so lustig bei mir, jetzt passiert einfach 10 Runden lang nichts, dann eskaliere ich komplett und dann passiert wieder 10 Runden nichts. Passt doch. Ja. Jetzt, weil ich so viel Geld am Konto habe, wollen die alle... Oh no. Achso, zum Glück ein Spion. Zum Vergiften. Ja, es ist ein Spion. Er ist ein Weiser. Der will jetzt seine ganze Armee bekehren. Oh nein, er ist gestorben. Oh. Jetzt sind seine Kinder Waisen. Oh. Hm. Nein, kein militärischer Zugang. Ah. Sie greifen Cosane schon. Sie kriegen es. Spielen wir es? Nein. Das ist ja, okay, gut. Ja, gut, okay. Zwei Einheiten Elefanten wäre aber witzig gegen die Möpse. Aber ich bin ja direkt dahinter. Ich nehme es wohl eh nächste Runde wieder mit ein und habe seine Armee auch gleich weg. Also, das ist eh. Ich habe kurz spekuliert, ob er nicht weiter nach Brundisium läuft, um dort in die Garnison zu verstärken. Ach so, ja. Bist du bereit für die Welts kleinste Schlacht? Ja, unbedingt, bitte. Die kleinste Schlacht der Welt, ich freue mich. Hast du genug Einheiten, dass du mir eine geben kannst, oder ist blöd? Yes. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Die kleinste Schlacht der Welt. Gerade vorher haben wir noch über das Guinness-Buch gesprochen. Ja. Wie mache ich denn das? Ich bin jetzt gerade echt überfordert. Was hast du überhaupt und was hat er? Hey, das ist also mehr, als ich erwartet habe. Ja, es ist halt nur sehr wenig. Ja, am Wasser hast du ja auch noch was. Ach ja, wirklich? Easy. Pascha. Oh Gott. Also ich habe richtig viele Fernkämpfer. Ja, super. Aber er kommt auch übers Wasser. Ja, aber da kann ich nicht. Er hat karthagische Hopliten, du könntest vielleicht schauen, dass du die mit den Fernkämpfern wegmachst auf hoher See. Überfall Himolien, das sind 10 Speerträger, die da draufstehen. Oh shit! Gib sie mir, ich probier's. Warte, nein, ich habe eine Idee. Hab ich eine Idee? Ich glaube, ich werde sie einfach an Ort und Stelle, direkt dort, wo sie runterkommen, einfach schon voll anballern. Ja, was ist, wenn du dich da einfach mit allem in ein Eck stellst? Nein. Ich glaube, dann geht's nicht, wenn ich da... Ja? Darauf, er hat die besseren. Ich werde da dann. Genau, ja, so werde ich es machen. So. Ich werde ihm einfach wirklich mit absolut allem. sofort entgegenrücken. Es ist so lustig. Mit allem nämlich. Es schaut voll mächtig aus, wenn du mit den Schiffen hinkommst und dann sind 10 Leute drauf. Ja. Na, weil die liegen jetzt da und er wird ja auch irgendwo anlegen wollen. Jetzt hast du wahrscheinlich alle Plätze verbaut zum Anlegen. So, weil dann werde ich die Möpschen, die sind für nichts. Wo kommt der mit dem Rest? Er hat nur das. Ach so. Deswegen sage ich ja, es ist die kleinste Schlacht. Ach so, ich dachte, das ist seine Verstärkung. Nein, das ist seine Armee. Die kleinste Schlacht der Welt, okay. So, okay. Die Maps sind jetzt gleich mal weg, gell? Ja, hier, wir haben hier in Summe vielleicht, was werden es sein? 40 Kopien, sehr gut. Dann dahinter werde ich meine 3 Speerträger aufstellen. Die Leibwächter des Generals, okay, die dann dort wo anliegt, dann voll oft rein und raus reiten. Kannst du deine Speer als Phalanx machen? Oder eine Hoplitenwand? Eine Hoplitenwand, ja. Das ist eher so eine Rigipswand, oder? Ja, das ist wirklich eher Rigips. Die schauen auch irgendwie in die falsche Richtung, die einen. Wirklich? Hör auf. Die da. Ja, irgendwie schauen die stärker und cooler aus, die Gegner. Auch vom Kräfteverhältnis her sieht es eigentlich ganz gut aus links unten. Also ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil ich da davor bin, aber... Sehr schön. Also du hast keinen getötet, aber schau, dass du rauskommst wieder. Ist seine Moral kaputt. Er hat aber auch keinen von meinen getötet. Jetzt geht's los. Ja, und warum verfolgt er mich? Warum tötet er sie von mir so schnell? Ich glaube, das verliere ich.
Houston! Aber jetzt kannst du ihm in den Rücken schießen. Das war der Plan von dir, gell? Genau. Wo läuft der hin? Ich weiß es nicht. Läuft er diesem einen Pferd nach? Oh oh. So, jetzt wird's lustig. Er geht auf die Möpse. Auf die Möpse? Was ist mit der KI los? Dreht wieder um. Du kannst einfach immer nur davonlaufen. Wir beschäftigen jetzt einfach ihn die nächsten 56 Minuten, weil wenn er es in der Zeit nicht schafft, verliert er, oder? Genau. Perfekt, jetzt kannst du wieder in den Rücken schießen. Lauf! Lauf, mein General! Mach ihn müde, vielleicht stolpern ein paar. Nein, nein. Ach, ich hab die falsche Armee ausgewählt. Jetzt wird er mutig. Ich schaue es mir jetzt einfach aus der Action-Cam deines Generals an. Der da gerade in den Palmen hängen bleibt. Ich weiß wirklich nicht, warum dieser heilige Schar dahinter so verwirrt ist. Also irgendwas funktioniert da vorne und hinten. Achso, die? Ja. Okay. Ja, die Moral ist im Keller. Kannst du mit deinem General irgendwas moralmäßig machen? Also so eine Eigenschaft? Ja. Oh, das schaut gut aus. Hast schon fast die Hälfte ausgelöscht. Da stand die halbe Armee besiegt. Hilf. Jetzt schicke ich meinen General sich jetzt aber nicht dran. Ja. Ich lasse jetzt die kämpfen. Ich glaube, ich bin zahlenmäßig gleich auf mit meinen vier Armeen. Was ist mit dir los? Was macht diese heilige Schar? Ich hol doch gleich die Möpse, Alter. Das will sich einfach immer nur durchlaufen. Ja, nee, ich versteh's nicht. Ich hab gewonnen! Oh Gott. Das ist doch gerade so ein... Ja, reden wir nicht drüber. Ein entscheidender Sieg. Die kleinste Schlacht der Welt. Das war gerade nur traurig. Oh mein Gott. Aber schön. Nee, das muss war weit davon entfernt, schön zu sein. Das war höchst dramatisch. Was, wenn er wieder zurückkommt? dann wird es noch kleiner. Ich werde ehrlich sein. Ich denke, diese. Libyen hätte gerne ein Schutzbündnis abgelehnt. Jetzt. Was ist los? Irgendwer ist von mir gestorben. Lass mich raten, natürlich. Ja. Mhm. Hanno. Nein. Nicht Hanno. Hanno von der hannotischen Dynastie. War das der Hannobal damals? Keine Ahnung. Der Hanno mir. So. Jetzt gib mir die Stadt wieder. Wie du mir, so Hanno mir, gell? Genau. So. Hanno mir, so Hanno nicht hier. Mhm. Jetzt höre auch die ganze Zeit meine Gebäude ab. Ich hab wirklich Angst, dass die wiederkommt. Ich werde da jetzt sicher selber. Ja, bau mal nix. Druck dazu nehmen. Und bau mal nix. Ein Söldnertrupp, einmal. Elefanten. Söldner-Veteranen, Hobliten. Das wird sicher helfen. Bei mir kommt er jetzt mit einer 20er runter. Relativ schwache Einheiten. Ich habe aber auch noch nicht viel. Naja. Mit denen. Ein bisschen was, was denke ich schon haben. Ja, also meine Armee da unten, die schwache 20er ist schon wieder relativ gut aufgefüllt.
Die starke 20er ist gerade gelandet. Auch wenn die noch ein bisschen braucht. Ja, er kann doch nicht heiraten, ja? Nee. Schade. Das ist wirklich schade. Und das nächste ist Brundisium drin. Nicht mit Gewaltmarsch weiter? Nee. Der Michi und ich haben ja auch schon überlegt, ob wir Jagged Alliance im Multiplayer spielen. Das wäre vielleicht auch so ein Projekt für danach mal. Oder wieder mal Crusader Kings. Also könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr gern von uns sehen würdet. So. Ich muss gerade eine Entscheidung treffen. Da. Ein Reisender aus Dodona berichtet von einem bösen Omen des Orakels. Die Nachrichten verbreiten Panik im Volk. Man fürchtet den Zorn der Götter. Er hat ein weißes Schaf opfern. Ein Klassiker unter den Opfern. So, jetzt muss ich kurz durch Galatien durch, aber wenn die mich hassen, ist egal. Die sind die Nächsten. Und da warten wir jetzt einfach mal ab. Die Spione gerne in unserer Region aufstellen, gegen Spionage, um uns ein bisschen zu schützen. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Was könnten ich denn da jetzt schon rekrutieren? Oh! Eigentlich gar nicht so schlechte Einheiten. Diese nubischen Speerkämpfer sind gar nicht solche Noobs, wie der Name vermuten lässt, muss man sagen. Nee, das sind rechte MLGs. Sind nicht schlecht. Was macht der Spion von Saba plötzlich in Jerusalem? Das ist ja verdammt weit weg. Was macht der jetzt mit seiner 20er? Er läuft weg. Nein, er fährt Richtung... Oh, der hat den Brundisium rekrutiert. Kritisch. Wird das die zweitkleinste Schlacht? Nein, da bin ich mit der 20er. Achso. Großzügigkeit zwischen Freunden. Ich sehe ihr. Boah, Michi, schau, dass du bei pleite bleibst. Das ist immer so nervig. Diesen ganzen Anfragen. Ich dachte, hier kann man so ums Nullspiel herum. Echt? Baust du deine Gebäude nie aus oder sind die schon alle maximal ausgebaut? Nicht maximal, aber ich mache nicht immer alles. Also die Sachen, wo dann die öffentliche Ordnung runtergeht, mache ich zum Beispiel nicht so gern. Auch wenn ich es vielleicht sollte. So, jetzt ist er mit der 20er da unten im Gewaltmarsch. Ich verstehe es nicht. Nächste Runde. Nichts und niemand wird mich davon abhalten können. Wo bist du unterwegs? Ist kurz vor Brundisium. Nächste Runde hat der Kirchen. Ah ja, da. Okay. Kann er mich mal? Der Verräter. Mhm, dann war's das, oder? Dann habe ich. Achso, das Schiffchen hat er noch. Gut, das wird dann verhungern. Genau. Ein Umsturz, der hat versucht, meine Armeen zu... Nein, Jerusalem zu überfallen, okay. General und Spion. Böses Omen. Okay. Ihr seht schon, ich nehme diese ganzen Ereignisse sehr, sehr ernst. Nicht. So. Gut, das heißt... Die lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe und dann gehe ich der 20er da mal entgegen, bevor der mir da irgendwie blöd entgegenkommt. Oh, der hat sich genauso hingestellt, dass ich im Gewaltmarsch nicht hinkomme. Ja, das machen sie immer. So ein Gewaltarsch. Die Bronzekrieger. Bronze? Ja, du hast wenigstens Leinenpanzer, Pikeniere und Schwertkämpfer, immerhin. Mhm. Und Bogenschützen. Wow. Die Armee ist eh recht gut. Die schaut wieder so zusammengewürfelt aus. Lass meine Armeen in Ruhe. Nein! Da so ein random Tuerus-Schwert, zwei galatische Schwertkämpfer. Ja, ich mag's. Ich mag ein bisschen Abwechslung haben. Das ist halt einfach reingeschmissen. Die hast du halt auf der Straße gefunden und hast gesagt, ja, kommt's. Ja. Kannst mitmachen. Ja, so war's. So einen Button. So war's zwar wirklich, aber. Wo läuft denn der hin? Er flüchtet. Wieso rauf nach Galatien? Unten ist seine Hauptstadt.
Wie schräg ist denn das? Vielleicht müssen wir Bunti diesem kämpfen. Oh, das wäre cool. Ich werde ehrlich sein. Ich hatte euch. Mein Herr und seine Berater. Ich denke. Oh, ist das nervig. So. Und vernichtet. Inspirierte Bevölkerung. Das ist schön. Schau mal. Angriff. Okay, müssen wir nicht. Okay. Na ja, gut. Damit hätte ich sie jetzt komplett ausradiert, weil das Schiff ist jetzt auch abgesoffen. Ja gut. Damit hast du es endlich erledigt. Damit ist die Sezession vernichtet, also unterdrückt. Das heißt, wir sind jetzt drei Parts später genau da wo angelangt, wo wir vor drei Parts waren. Ja, so eigentlich habe ich Fortschritt gemacht, einfach weil ich eine Partei weniger habe. Ja, das natürlich, das stimmt. Das ist gut, ne? Blöd, wie es sich anhört. Irgendwo gibt's doch, gab's das? Ein Tempel, der, ja, der Forschungsrat, ja genau. Den wollte ich. Dankeschön. Bitte. So, jetzt muss ich dann einen Erlass ändern, weil den hier dann nicht mehr. Und hier. Hier den Steuersatz erhöhen. Ich würde mein ganzes Geld dann, glaube ich, rauspulvern, wenn ich die königlichen Kasernen bauen kann. Nächste Runde ist soweit. Ja, aber mir dauert es noch. Ich habe jetzt mal überall all meine Hauptgebäude, wirklich von jeder Stadt jetzt mal auf Stufe 3. Du, aber die ist gar nicht so teuer. Diese königliche Kaserne kostet 3.100. Ich meine, die Einheiten werden wahrscheinlich teuer. Nee, hey, die werden teuer im Hals sein, ne? Daran musst du denken. Ich kann dann bauen die ptolemäische Kavallerie, afrikanische Kriegselefanten, galatische königliche Garde, hellenische königliche Garde, königliche Beltasten und königliche Leinenpanzerschwertkämpfer. Okay, das ist aber ziemlich cool. Ja, also das wird dann echt ins Geld gehen. Da werde ich eine richtig starke 20er machen, würde ich sagen. Da werde ich dann einfach die Schwache da unten jetzt mal komplett austauschen. So. Ich werde die Armee jetzt wieder... Nein, bitte sag, du bist im Wasser. Ich bin nicht im Wasser. Ich habe eine Runde verloren. Das ist so ein Klassiker. Er wollte über den Landweg nach Karthadasch, weil ich den Hafen nicht geschafft habe zu klicken. Ah oh, ja. Weil dann werde ich hier mal die Idetani vernichten. Ja, ja. Wir haben nur zwei Städte. Weil da in Karalis wird langsam aber sicher die andere Armee rekrutiert. Mhm. Die nächste 20er. Gut, gut. Die tun nicht wirklich auf langsam, aber. Ja. Ich bin zufrieden, dass ich es jetzt doch so gelöst habe, dass ich zuerst unten Saba angegriffen habe. Ich glaube, dass das gescheiter ist. Aber da kann ich jetzt schon langsam Richtung Norden ziehen und gleichzeitig vom Norden aus angreifen. Da kann man es dann auch wirklich mit einem größeren Feind vielleicht aufnehmen. Ja, das ist richtig. So, jetzt noch kurz letzter Check, ob ich da jetzt alles habe. Geld habe ich keins mehr, Spitze. Die anderen Parteien mögen mich jetzt nämlich auf einmal viel mehr. Michi? Da ist Rhodos. Wo ist Rhodos? Siehst du es auf der Karte? Was? Die haben da hinten eine Stadt eingenommen. Das ist verrückt. Ach, schön. So, Feind verwundet, sehr schön. So, erforscht eine Technologie im Bereich Wirtschaft. Ja, okay, dann mache ich halt eine. Das machen wir mal. So. Fraktion vernichtet. Ha, daran habe ich aber irgendwie nicht gedacht, die Genie. Was denn? Ja, wenn ich alle Städte ausbaue, sollte ich auch irgendwie dafür sorgen, dass dann die Nahrung da ist. Ach. Das sollte Zukunft mich hier machen. Na ja, gut, na, das kann ich ja schnell beheben, das Problem, Gott sei Dank. So, die stellen wir mal dahin, dann schauen wir mal. Der hat eine 8er Garnison. Und eine 10er drinnen. Okay, das ist jetzt nicht wirklich stark. Ich gehe hier mal an die Grenze. Ja, und dann fangen wir im Norden an mit der königlichen Kaserne in Memphis. Direkt neben der Zigarettenfabrik. Entschuldigung. So, und in Jerusalem baue ich auch eine. Dauert eh wieder 8 Runden. Also bis du dann mal Einheiten rekrutieren kannst aus dem Bereich, ist ja ewig. Oh ja. So, Wochenablauf. Die alten Ägypter damals geraucht haben. Guten Memphis. Oder wollen die doch eher so Marlboro? Ich glaube, Marlboro haben sie erst später entdeckt.
Ich meine, der Marlboro Man ist ja auch charmant. Ja, absolut. Oh, sie kommen wieder. Gift, Gift, Gift. Fall um, fall um, fall um. Stirb, stirb. Wer hat's überlebt? Der hat da oben die Stadt eingenommen, das war sein Plan. Der hat unten seine Hauptstadt aufgegeben, quasi, wo ich jetzt mit der 20er bin. Und ist nach oben geflohen. Aha. Was? Ich habe mit den Itani einen Nicht-Angriffspakt? Das habe ich ja ungeschickt gemacht. Ja. Ja. Wie lange zählt das als Verrat, wenn du den jetzt beendest? Eine Runde. Ach so, also ich kann nicht beenden und in derselben Runde angreifen. Ein edler Tod. Schutz verfällt. Brauche ich nicht. Er braucht schon Schutz. Habe ich auf einmal so viel Geld bekommen. Tja. Was geschenkt? Ja, schön, das heißt, ich kann hier die Gebäude ein bisschen ausbauen. Ja. Ein bisschen mehr Essen. Könnt ihr. Ein bisschen mehr Brot. Du kannst aber auch einfach 3000 Kalorien in Form von Bier zu dir nehmen, Michi. Würde ich. Sofort. Nochmal. Easy. Kein Problem. Halt. Wir beruhigen uns. Ich bin ruhig. Schlau. Ich bin ruhig. Dort 5 Runden, das dauert auch 5 Runden. Na, wenn, müsste ich das gleich machen. Das ist ja nichts. Aber ich könnte es so machen. Ich. Mach so. Schlaubi. Hab einfach ein Gebäude umgebaut. Und zwar von einem komischen Handelshafen zu einem Fischerhafen. Ich mach nur Fischerhafen, deswegen habe ich auch 107 Nahrung. Ich versuche halt irgendwie noch Einkommen zu generieren, ja? Ich habe 6800 pro Runde. 3800 pro Runde. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum es läuft, weil irgendwie... Gut, du hast nicht zwei riesige 20er, Armin. Ich habe 3. Ja, eben. Weil eine billig ist. Ja, die ist wirklich billig. Also, ich habe hier nur hohe Qualität und vom Truppen vom Feins. Ich habe hier nicht irgendwelche reingeschmissenen galatischen Schwertkämpfer oder... Die ich auf der Straße gefunden habe. Ja, oder deine komischen, weiß ich nicht, Axtkrieger. Ägyptische Infanterie, 58. Du wirst die Axt nicht mehr so komisch finden, wenn sie in deinem Kopf steckt. Doch, doch. Dass ich hier schön meine Adelskavallerie habe. Naja. So. So. So schnell geht's. Die Streitkräfte brauchen eine Führung. Führung! Was soll ich denn für eine Einheit nehmen für den General? Was würdest du sagen? Weil Elefanten sind irgendwie echt unpraktisch für den General. Ich weiß nicht, was du hast. Also ich habe immer... Die Leibwache des Generals. Ja, ich hätte die königlichen Peltasten, die königliche Garde, Streitwagen, königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer, hellenische königliche Garde. Die vielleicht, oder? Das sind Pikeniere. Ja, das, was halt am besten gepanzert ist. Ich finde die Pikeniere da vielleicht am besten. Ist mir eigentlich egal. Neuer Anführer, gescheiterter Bestechungsversuch. Dass die mich die ganze Zeit versuchen zu bestechen hier. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt Marib angreifen. Gut, das müssen wir nicht spielen, obwohl es die schwache 20er ist, die der Michi so lächerlich findet. Die ist auch lächerlich, aber der Name ist halt noch lächerlicher, lalala. Tja, das reicht völlig für ganz Afrika. Die hinten ist einfach umgefallen. Die wollte das nicht länger mit ansehen. Zu Recht. So, niederreißen. Okay, das wird jetzt teuer. Ja, steck halt mal rein, Mr. Rich Boy. Ich steck sowas von rein. Oh, sorry, my bad. Ich hab da kein Nahrungsgebäude. Ach, wer braucht schon Nahrung? So, dann werde ich mit der vielleicht einfach mal nachmarschieren. Der starken 20er. Gut, dann sind wir in dem Part eigentlich eh schon wieder am Ende. War relativ erfolgreich bei uns beiden. Schauen wir mal, wie es im nächsten Part weiterläuft. Bis bald. Danke. Ciao.